Shalom aus Norwegen und ein frohes Shavuot. Shavuot wird auch das Wochenfest genannt. An diesem Feiertag wird das Ende der biblischen siebenwöchigen Weizenernte gefeiert, die in Pfingsten mündet. Um mehr über die wahre Bedeutung von Pfingsten zu erfahren, klicke auf den Link. Pastor Mike Golay und ich sind in Bergen an der Westküste Norwegens. Es ist kalt, es ist nass, aber oh mein Gott, es ist schön. Diese Stadt ist reich an Geschichte und Kultur. Mike und ich hoffen, einen Vorgeschmack davon zu bekommen, bevor wir weiterziehen. Unsere Woche begann mit der Konferenz Awaiting His Return am Donnerstag in Courtesem, Belgien. Was für ein Segen war das! Ein volles Haus erlebte Gottesdienst, biblische Lehre und herzliche Gemeinschaft. Von dort ging es weiter nach Amsterdam. Dort hielten wir unsere erste Revealing Revelation Konferenz in Europa ab. Es war ein ereignisreiches Wochenende. Wir führten über 1000 Teilnehmende durch das ganze Buch der Offenbarung an einem Wochenende. Mike und ich wurden in Großbritannien, Belgien und in den Niederlanden sehr gesegnet. Die Organisation war großartig und die Gastfreundschaft wunderbar. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben. Gestern Abend, etwa 450 Kilometer östlich von unserem jetzigen Aufenthaltsort, wurden Organisation und Gastfreundschaft fortgesetzt. Wir lehrten einer wunderbaren Gruppe von Menschen in Asker, in der Nähe von Oslo, die Wahrheit der Heiligen Schrift. Heute Morgen haben wir einen kurzen Flug nach Bergen genommen, wo Pastor Mike und ich am Freitag, Samstag und Sonntag eine Awaiting His Return-Konferenz für eine Gruppe von Menschen halten werden, die wie alle Europäer, die wir auf dieser Tour getroffen haben, hungrig nach der Wahrheit sind. Am Montag werden wir unsere Europatour etwa 130 Kilometer südlich in Haugesund beenden, wo wir in der Pinsekirchen-Tabernakel Haugesund predigen werden. Ein zusätzlicher Segen, während wir hier in Europa waren, war die Gelegenheit zu treffen mit einigen der Verleger meiner Bücher in anderen Sprachen. Ich traf Het, Söklicht, Niederländisch, CMF Düsseldorf, Deutsch und Hermon Forlag Norwegisch. Alle leisten großartige Arbeit, um die Bücher zu verbreiten und ich bin dankbar, dass der Herr uns zusammengebracht hat. Es war wirklich eine erstaunliche Reise. Wir wurden so oft Zeuge, wie Gott seinen Willen in den Herzen und Köpfen der Menschen tut, die mit der Wahrheit der Heiligen Schrift in Berührung kommen. Danke für deine Gebete für uns, für die Gemeinden, in denen wir zu Gast waren und für die vielen Menschen, die zu diesen Konferenzen gekommen sind. Bitte unterstütze uns alle in der kommenden Woche. Der Nahe Osten. Israel bereitet Präventivschlag gegen Hisbollah vor. Wenn dich jemand angreifen will, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du reagierst proaktiv oder reaktiv. Nach allem, was man hört, hat Israel keine Lust mehr, auf die Stellvertretermilizen des Iran zu reagieren. Um von seinen Angriffen auf Teherans Atomprogramm abzulenken, will der Iran Israel angreifen. Da sie Vergeltung fürchten, wenn sie selbst angreifen, werden sie dies durch die Terrorgruppe Hisbollah tun. Kürzlich hat der israelische Geheimdienst eindeutige Beweise dafür gefunden, dass die Hisbollah einen Angriff im Norden Israels plant. Dabei sollen Dörfer überfallen und Geiseln genommen werden. Die Regierung Netanyahu wird nicht tatenlos zusehen und darauf warten, dass es zu einem solchen Angriff kommt. Sie wird die Initiative ergreifen und handeln. Ein baldiger Großangriff der israelischen Verteidigungsstreitkräfte IDF auf die Hisbollah im Libanon ist daher sehr wahrscheinlich. In diesem Fall muss Israel mit Tausenden von Raketen rechnen, die aus dem Libanon, Syrien und dem Gazastreifen über die Grenzen hinweg gefeuert werden. In diesem Fall muss Israel mit Tausenden von Raketen rechnen, die aus dem Libanon, Syrien und dem Gazastreifen über die Grenzen hinweg abgefeuert werden. Richte deinen Blick auf Israel. Bete für Israel. Die nächsten Tage könnten sehr schwierig werden. Weitere Informationen findest du in meiner Eilmeldung vom Dienstag und in meinem gestrigen Update zum Dienst. IDF führt Razzien in Nablus durch. Am Montagmorgen führten IDF-Kräfte eine Antiterroroperation gegen die Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden im Flüchtlingslager Balata in Nablus im nördlichen Westjordanland durch. Bei einem Feuergefecht wurden 3 palästinensische Terroristen getötet und 6 weitere verletzt. Die Razzia hatte die Beschlagnahmung von Waffen, die Verhaftung von Verdächtigen und die Zerstörung eines Sprengstofflabors zur Folge. Netanyahu stellt Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien in Aussicht. Über eine Normalisierung ihrer Beziehungen verhandeln Israel und Saudi-Arabien derzeit auf höchster Ebene. Die unzufriedene US-Regierung unter Biden behindert den Fortschritt. Sie verlangt, dass die Verhandlungen mit den Palästinensern wieder aufgenommen werden.
Außerdem soll die Justizreform von Premierminister Benjamin Netanyahu rückgängig gemacht werden, bevor es zu einer Normalisierung kommt. Interessanterweise wurde, während die israelische Regierung die Justizreform angreift, letzte Woche der gefährliche Gesetzesentwurf zur Erweiterung des oberen Gerichtshofs der USA von 9 auf 13 Richter von führenden linken Senatoren und Kongressabgeordneten erneut in den Kongress eingebracht. Hey Washington, vielleicht solltest du dich auf den Schutz deiner eigenen Justiz konzentrieren, bevor du dich um unsere kümmerst. Netanyahu nimmt wichtige Hürde. Haushalt für 2023-24 verabschiedet. Es war ein großer Sieg für Premierminister Netanyahu und seine Koalition. Gestern wurde der Haushalt für die Jahre 2023 und 2024 verabschiedet. Die Linke warf dem Haushalt vor, zu religiös und siedlungsfreundlich zu sein. Dennoch wurde er mit einer starken Mehrheit von 64 zu 56 Stimmen verabschiedet. Nach der Abstimmung sagte Finanzminister Bezalel Smotrich: "Wir haben die Werkzeuge erhalten, wir krempeln die Ärmel hoch und fangen an zu arbeiten." Herzlicher Empfang für Assad bei der Arabischen Liga. Es hat den Anschein, dass Abwesenheit im Nahen Osten die Herzen höher schlägen lässt. Der syrische Präsident Bashar al-Assad wurde bei einem Treffen der Arabischen Liga im saudi-arabischen Jeddah mit offenen Armen empfangen. Das Land war vor 12 Jahren aus der Organisation ausgeschlossen worden, als es im Bürgerkrieg versank. Doch nun, nachdem 350.000 Menschen in dem blutigen Konflikt ihr Leben verloren haben, scheint sich alle Welt wieder mit Assad anzufreunden. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman umarmte ihn sogar. 3 Demonstranten im Iran hingerichtet. Im September 2022 wurde die 22-jährige Mahsa Amini getötet, nachdem sie von der iranischen Sittenpolizei wegen des Tragens eines Hijabs festgenommen worden war. Seitdem hat das islamische Regime bei den darauffolgenden Protesten 22.000 Menschen verhaftet und 537 getötet. Dem Terrorregime fielen am Freitag 3 weitere Demonstranten zum Opfer: Malit Kazemi, Saleh Mihashemi und Said Jacobi wurden hingerichtet. Sie waren wegen Kriegsführung gegen Gott verurteilt worden. Der UN-Menschenrechtsrat hat sich zu diesem Fall nicht geäußert, vermutlich weil Israel nicht beteiligt war. Iran transportiert Chemiewaffen nach Syrien. In jüngster Zeit sind chemische Stoffe aus dem Iran über den Irak nach Syrien transportiert worden. Die Ladung wurde von Personen in Gefahrgutanzügen begleitet. Sie wurde in einer Chemieanlage des Korps der Islamischen Revolutionsgarden IRGC in Al-Hari entladen. Es ist nicht bekannt, um welche Chemikalien es sich handelt. Auch der Verwendungszweck ist unbekannt. Ohne zu viel zu verraten, möchte ich sagen, dass dieses Ereignis eng mit meinem nächsten Nyarlathotep-Thriller Out of the Far North zusammenhängt, der im Oktober erscheinen wird. Iran baut schwimmende Terrorbasen. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant warf dem Iran am Montag die Umwandlung von Handelsschiffen in schwimmenden Terrorbasen vor. Gallant zufolge rüstet Teheran die Schiffe mit Drohnen, Raketensystemen und hochentwickelten Geheimdienstinformationen aus und verwandelt sie auf diese Weise in eine Armee von Piraten im Nahen Osten. Das ist eine direkte Folge des maritimen Terrorismus, den der Iran im Persischen Golf und im Arabischen Meer betreibt. Er arbeitet an der Ausweitung seiner Aktivitäten auf den Indischen Ozean und später auch auf das Rote Meer und das Mittelmeer, so der Verteidigungsminister. Höhen und Tiefen für Moskaus Armee. Nach 9 Monaten heftiger Kämpfe, die von manchen als Fleischwolf bezeichnet wurden, ist nach Angaben der russischen Armee die Stadt Bachmut, eine Schlüsselstadt in der ukrainischen Region Donetsk, endlich gefallen. Die Schlacht wurde auf russischer Seite hauptsächlich von der Söldnertruppe Wagner geführt. Sie gilt als großer moralischer Sieg für Moskau. Die Ukraine bestreitet jedoch, dass die Stadt gefallen ist. Sie behauptet, es gäbe noch Widerstandsnester. Die Kehrseite für Moskau ist, dass die Kämpfe erstmals auf russischem Gebiet ausgetragen werden. Kremlfeindliche russische Freiwilligenverbände haben einen Angriff in der Region Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine organisiert und durchgeführt. Sabotage und Aufklärung scheinen das Ziel der Angriffe zu sein. Armenien ist bereit für einen großen Schritt in Richtung Frieden mit Aserbaidschan. Zwischen Armenien und Aserbaidschan herrscht seit Jahren ein gewaltsamer Konflikt um die Enklave Bergkarabach. Die aserbaidschanische Regierung ist der Ansicht, dass das Gebiet zu Aserbaidschan gehört, während Armenien die Unabhängigkeit der Region anerkennt. Am Montag erklärte der armenische Premierminister Nikol
Pashinyan jedoch, dass Armenien bereit sei, Bergkarabach als aserbaidschanisches Territorium anzuerkennen, wenn die Regierung in Baku die Sicherheit seiner Bürger garantiere. Auf diese Weise könnte der Frieden in der Region wiederhergestellt werden. Es wäre auch ein Schlag für Russland. Es müsste seine Friedenstruppen abziehen und würde seine Präsenz in der Region verlieren. Türkei nimmt 11 Mossad-Agenten fest. Der türkische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben 11 Personen festgenommen. Sie sollen zu einer Zelle des israelischen Geheimdienstes Mossad gehören. Die Gruppe habe es auf ein Unternehmen und 23 Personen abgesehen, die mit dem Iran Geschäfte machten. Verheerende Überschwemmungen in Italien. Die heftigen Regenfälle der letzten Tage haben in Italien zu einer verheerenden Flutkatastrophe geführt. In nur 36 Stunden fiel der Niederschlag eines halben Jahres und führte zu Überschwemmungen an 21 Flüssen zwischen Bologna und der Nordostküste. Bei der Katastrophe kamen 13 Menschen ums Leben. Tausende wurden obdachlos. Der Bürgermeister von Ravenna sprach von der schlimmsten Katastrophe seit einem Jahrhundert. Der Dienst. Dank euch und euren Vorbestellungen hat es mein neues Buch Has the Tribulation Begun auf die Bestsellerlisten von Publishers Weekly, The Wall Street Journal und Amazon geschafft. Ich bin euch so dankbar. In diesem Buch findet man nicht nur alles, was man über die Entrückung und die Trübsalzeit wissen muss, sondern es stellt auch das Evangelium an vielen Stellen klar und deutlich dar. Dank eurer frühzeitigen Bestellung ist das Buch Has the Tribulation Begun jetzt bei Target erhältlich. Bald wird es auch bei Walmart und Hobby Lobby erhältlich sein. Das bedeutet, dass noch mehr Ungläubige die Gelegenheit haben werden, das Buch in die Hand zu nehmen, und wir beten inständig, dass sie eine echte Beziehung zu Jesus, dem Messias, beginnen. Falls du noch kein Exemplar hast, solltest du es jetzt erwerben. Es ist ab sofort im Online-Shop von Behold Israel erhältlich. Es ist der Ort, an dem die Füße Jesu zum letzten Mal die Erde berührten, und es ist der Ort, an dem seine Füße bei seiner Wiederkunft zum ersten Mal sichtbar sein werden. Der Blick auf den Tempelberg und die gesamte Altstadt Jerusalems ist von hier aus perfekt. Dieser Ort birgt so viel Geschichte und Zukunft. Sei an diesem Freitag um 12 Uhr PDT-Zeit, 21 Uhr mitteleuropäische Zeit bei Israel Unveiled, Mount of Olives, Deutsch Israel enthüllt, der Ölberg dabei, wenn wir diesen wichtigen Ort besuchen und etwas über seine immense Bedeutung erfahren. Ich freue mich sehr, dass Behold Israel zu den ersten Inhalten einer neuen Online-Bibelbildungsquelle gehört. Das Real Life Network wird relevante lebensverändernde Programme zur biblischen Weltanschauung anbieten. Sie sollen Menschen motivieren und ausbilden, ihren Glauben bewusst zu leben. Das Netzwerk startet am Pfingstsonntag, dem 28. Mai. Am besten heute schon vormerken. Für unsere kanadischen Freunde, wenn ihr mehr über Behold Israel erfahren wollt, werden die Leiter von Behold Israel Kanada den Dienst in der Oslar Community Church in Oslar, Saskatchewan, nahe Saskatoon vorstellen. Komm am Samstag, den 27. Mai um 19 Uhr. Dort kannst du mehr über Behold Israel und das, was in Israel und im Nahen Osten geschieht, erfahren. So viele von euch sind so treue Gebetskrieger. Wir sind euch so dankbar. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermutigend es für Pastor Mike und mich ist, zu wissen, dass tausende Menschen auf der ganzen Welt uns im Gebet unterstützen, während wir von Ort zu Ort ziehen und Gottes Wort lehren. Vielen, vielen Dank. Ihr erhebt unsere Arme. In Erwartung seiner Rückkehr, Amir Zafati. Amirs Bücher gibt es auch in deutscher Übersetzung beim CMF, christlichen Medienvertrieb Hagedorn. Dort findet ihr unter anderem die Bücher Offenbarung offenbart, Offenbarung offenbart Arbeitsbuch, Der Tag naht Arbeitsbuch, Die letzte Stunde, Operation Joktan und vielleicht heute.